Hallo zusammen, Maya 3007 hier. Ich habe heute meinen Lesemonat für den Dezember 2015 für euch vorbereitet. Es sind bei mir im Dezember 7 Bücher mit 1693 Seiten geworden. Das heißt, ich habe im Dezember ungefähr 54,6 Seiten am Tag gelesen. Los ging's mit einem Buch, das ich euch bereits rezensiert habe, nämlich Alexander Rikoff und Stefan Ummenhofer, Stille Nacht. Der zweite Fall für Hubertus Hummel. Mit 175 Seiten, nicht gerade ein dickes Buch, hat aber die vollen 5 Sterne bekommen, denn es hat mir total gefallen. Dann habe ich gelesen, das habe ich immer so abends ein bisschen gelesen, Über den Wolken, Kurioses aus dem Fliegeralltag. Da schreibt jetzt eine Stewardess aus ihrem Alltag, das ist ein Quatschbuch quasi, kriegt jetzt aber nur 3,5 Sterne von mir, da auch am Anfang sehr, sehr viel über ihren Werdegang erzählt wird. Die kuriosen Geschichten später sind total zum Lachen, aber ich finde, den Werdegang hätte man ein bisschen rauskürzen können. Das hat mich nämlich hier etwas gestört. Aber das Cover mit diesem Hund da vom Flugzeugfenster finde ich total witzig. Dann ein Krimi, den ich euch bereits rezensiert habe wieder. Petra Kirsch, Mord an der Kaiserburg. Der erste Fall für Paula Steiner. Das Buch hatte 223 Seiten und hat 4 Sterne von mir bekommen. Rezension ist in der Infobox dann verlinkt. Jetzt kommen wir zu einem meiner Monatshighlights. Monika Gruber, Man muss das Kind im Dorf lassen. Hat mir wahnsinnig gut gefallen, dieses Buch. Monika Gruber, wer sie nicht kennt, ist eine bayerische Kabarettistin. Ich liebe diese Frau einfach mit ihrem Humor. Denn die sagt's wirklich gerade raus, wie es ist. Einfach wirklich ungeschminkt gerade raus, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Ich liebe die einfach. Und genauso ist auch dieses Buch geschrieben. Ich habe mich teilweise weggeworfen vor Lachen, wie ich das gelesen habe. Also hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Für jeden Monika Gruber-Fan kann ich das Buch nur empfehlen. Es hat übrigens 255 Seiten. Dann habe ich einen Krimi gelesen aus dem Gemeiner Verlag, nämlich Gift im Brezelteig, habe ich auf der Frankfurter Buchmesse geschenkt bekommen. Kriegt leider nur 3,5 Sterne von mir, denn die Handlung in diesem Buch, das war jetzt leider nicht ganz mein Fall. Und auch mit den Personen, das war ein bisschen verwirrend teilweise, finde ich, vom Schreibstil her. Hat mir leider nicht so ganz gut gefallen. Dann kommen wir zu einem weiteren Highlight des Monats, nämlich Linz Koppelstädter, Der Tote am Gletscher, ein Fall für Kommissario Grauner. Da wird es demnächst auf jeden Fall noch die Rezension von mir geben, denn dieses Buch hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht beim Lesen. Ein super, super klasse toller Krimi. Ich habe es auf ein paar Tage durchgelesen, kriegt die vollen 5 Sterne von mir und hat 307 Seiten. In der Rezension möchte ich auf jeden Fall noch mehr dazu erzählen. Und dann am Schluss das Buch, wo ich gerade noch dran bin. Ich bin schon gut über der Hälfte und darum habe ich es jetzt noch in die Statistik aufgenommen für den Dezember. Morgengrauen von Alexander Rikoff und Stefan Ummenhofer. Der dritte Fall für Hubertus Hummel. Hat 222 Seiten, schöne Schnapszahl. Bewertung möchte ich jetzt noch nicht abgeben, weil ich es noch nicht ganz ausgelesen habe. Bis jetzt gefällt es mir aber wahnsinnig gut. Auch hier wird es irgendwann mal eine Rezension geben, in der ich mehr zu diesem tollen Buch erzähle. Ja, das war jetzt so mein Lesemonat. Bin zufrieden damit. Kennt ihr denn schon eins der Bücher? Dann könnt ihr mir ja eure Meinung in die Kommentare posten. Wir sehen uns dann demnächst mal wieder. Maya 3007.